Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu GTA The Lost and Damned. Ich würde eigentlich ganz gerne mal in den Club gehen, ohne die Mission zu triggern. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ich werde nämlich mal euch was Lustiges Kleines zeigen, beziehungsweise, ja, das Versteck können wir uns ja allgemein mal angucken. Aber vor allen Dingen will ich mal das Spiel speichern, weil das eine lustige Sache. Interessante Sache. Gott, ich werde das so verkacken mit dem Rennen. Ich werde andauernd aus Versehen schießen, wenn ich einfach nur rennen will, ne? Das wird die Hölle. Ups, ich wollte mich eigentlich nur umgucken. So, oh, die ist ja gar nicht da. Das ist ja langweilig. Kann man mir meine Waffe wieder wegstecken? Ja, muss man ja hier so machen, ne? Oh Gott, nicht GTA 5 Steuerung, ist ja schrecklich. Muss man ja mal mit dem Steuerkreuz machen. Ja, das ist unser wunderschöner Club, der zugegebenermaßen ganz schön runtergekommen und hässlich ist. Aber es macht ja nichts. Ich will mal kurz pennen gehen, wo auch immer ich das tun kann. Ich glaube hier irgendwo, ne? Ja, hier, genau. So, wir gehen mal pennen und speichern, ja. Und hier ist was, hier werdet ihr gleich was Lustiges sehen. Mein Spielstand von damals ist nämlich nicht mehr da. Ich weiß nicht genau warum. Aber da oben, ihr seht schon, Spielstand nur für GTA 4. Das da ist unser schöner GTA 4 Spielstand aus dem Let's Play, ja. Ne? Könnte ich jetzt theoretisch überschreiben, aber mache ich nicht. Ich werde jetzt richtig schön hier auf Slot 2 The Lost and Damned haben und auf Platz 3 dann später Ballad of Gay Tony. Und wenn wir jetzt mal kurz ins Menü gehen, ich will mal kurz angucken. Spielladen haben wir. Na gut, glatt. Steht da jetzt. Ich meine, später, wenn wir das andere Spiel haben, steht da halt Spielstand nur für TLAD. Oder so. Ja, ich weiß gar nicht warum mein Originalspielstand nicht mehr da ist. Habe ich den mal irgendwie gelöscht? Es könnte sein, dass ich im Zuge des GTA 4 Displays den Spielstand vielleicht mal gelöscht habe, auch mit zu. Ich weiß es halt nicht mehr. Aber eigentlich würde man ja direkt dann wieder anfangen, ne? Also. Also Spielstände, wenn man Spiele deinstalliert bei Steam, werden ja Spielstände eigentlich mal gespeichert. Das heißt, wenn ich dann runterlade, müsste mein Spielstand eigentlich wieder geladen sein. Aber gut, ist ja nicht schlimm. Ich mag die Mucke. Achso, du bist das, die da eben im Cage war, ne? Go fuck yourself, Liberty City. Go fuck yourself. Also was dürfen wir im deutschen Radio, glaube ich, niemals sagen, Alter. Obwohl im Englischen eigentlich auch. Im Amerikanischen sogar noch eher weniger. Naja, gut, dann starten wir mal in der nächsten Mission, würde ich sagen. Mit der B wie Biker, nee, Billy heißt ja der Kollege. Angels in America. Little dorky gas station attendant boy goes, hey man, are you alright? And I go, yeah dude, how's my bike? Hey, Johnny K. Having fun over there? Absolutely. And if I get tested, I have a bag of 12-year-old piss right here. I am clean. Real nice. Oh, fuck you, Johnny. You don't judge me. Whoa, calm down, man. Have another drink or something, but calm the fuck down. Oh, hey, watch your mouth. Faggot. Tell him. Yeah? Oh, really? Whoa. Guys, Billy, Johnny. We got a couple of fucking deadbeats outside. What fucking deadbeats? What the hell are they doing here? What the fuck do they want? I'm out of rehab 3 minutes and they think they can crash my party? Come on! Yeah, let's go! So geil, Alter. Gentlemen! Why the long faces? Might I tempt you in a swift libation? My most trusted and honored guest. I thought we had a truce going on. Did you? Funny thing, I wasn't aware. But let me tell you. It's a strange kind of truce that makes you think that it's okay to gate crash my party, deadbeat motherfucker. I'm sorry. You enjoy your little party. I take it the good times are over. No problem, old man. Screw you, you deadbeat prick. Yeah, think you can come to my party and gate crash? Come on! Yeah, come on! Poser töten ist auch einfach mal die schönste Aufgabe, die schönste Quest, die man überhaupt haben kann in dem Spiel. Alter. Das ist mir zu weich, warte mal. Yeah, das ist gut. So, Alter, Leggy, Hilfe. Oh Gott. Ah ja, stimmt, hier kann man ja noch nicht zielen beim Schießen. Oh. Yeah, das war konsequent.
Boah, Alter, fliegt der hoch. Was war das denn? Oh, einen habe ich getroffen. Alter, Double Kill. Easy, Alter. Kann man Stinkefinger zeigen, wenn man keine Waffe ausgerüstet hat. Geht nur, weil geht der auf hin. Trefft ja auch einfach nicht, ne? Weil ich einfach scheiße bin. Ja gut, das bei so einer Action jetzt. Wow, ist ein bisschen leckt. Ist okay. Ah, und wieder der geile Tunnel. Wow. Ja, guck, habe gesehen, wie lange das gedauert hat, bis ich runtergefallen bin. Das ist sehr schön. Schon wieder auf ihm waren. Der berühmte Tunnel, den ich ja schon im Hauptspiel erkannt habe, als den Tunnel ohne Schatten. Hier fehlen einfach die Schatteneffekte. Total behindert. Ja, die Angel of Death entkommen. Ja, war blöd. Ich bin halt volle Kanne jetzt runtergeflogen. Aber eigentlich dürfte ich jetzt nur noch näher kommen. Wenn ich jetzt nicht noch einen Unfall baue, dürfte ich es eigentlich wieder kriegen. Oder mich verfahre. Okay. Gute Musik. Ich stehe auf so einen Scheiß. Ja. Das ist auch. Das beruht auf Gegenseitigkeit. So, sowas in der Art, würde ich sagen. Mein Gott, da habe ich mir echt voll auf die Fresse gelegt. Ne? Das kann echt für ihn klar sein. Ich müsste einmal eine Facecam machen, damit die ganze Zeit hier voll mit headbange. Komm schon! Bin jetzt hochgefahren? Nein, sehr schön. Hä? Wo ist der? Warum ist der andere jetzt? Warum ist der andere jetzt da unten? Ich glaube, das soll nicht so sein. Ich glaube, der ist jetzt irgendwie reingedonnert, oder das wollte, oder? Nee, ich glaube doch nicht. Jetzt komm im Flug! Fast. Oh. Lebt er noch. KI ist mal wieder on point, ja. Johnny, man. You let those deadbeats tell their buddies the war's on? No, I stopped them. We don't need more brothers dying over this. Sensible Johnny K. Come meet us over on Grummer Road, brother. Alles klar. Ja, jetzt bin ich leider hier unten. Das ist ein bisschen doof. Jungs, wir müssen umdrehen. Wir müssen hier lang. Reach! Boah, das ist absolut schrecklich. Warum spiele ich LNOA zurzeit? Ich werde die ganze Zeit die Steuerung verwechseln. Das weiß ich jetzt schon. Wo sind meine Kollegen? Die haben keinen Bock. Nein, die müssen ja auch nicht dabei sein. Also sonst würden da, glaube ich, blaue Punkte auf der Map sein. Ich kann halt auch schon alleine. Ich bin schon ein großer Junge. Ich bin schon ein großer Johnny Killables. Ich werde öfter mal hin und her schalten bei den Radiosendern, glaube ich. Wenn ich dann irgendwelche bekannte Lieder höre, denke ich mir, ja, geil. Zum Beispiel das. Schade, schon beim Gitarren-Solo. Das ist Wanted Dead or Alive von dem einzig wahren John Bowie, Bon Jovi, mein ich. I'm a cowboy. Disaster averted, brother. Yeah. Coming back? I'd love to, man, but I'm seeing this hot Russian broad over on Firefly Island. Gonna drink a daddy's expensive vodka and fuck her under the pier. Ooh, young love in the modern world. Yeah. That's beautiful. Well, these deadbeats won't be screwing around with us anymore. Let the good times roll. Genau. Ha. Der Billy, ne, der ist ja schon ein kleiner Hurensohn, muss man ehrlich sagen. Kannst du mal Multiplayer? Ja. Du kannst mit anderen Games Bonus Live-Nutzern spielen. Wenn Games Bonus Live nicht schon, glaube ich, seit fast 2 Jahren nicht mehr existieren würde, dann könnte ich auch machen. Ist ja ganz witzig, ne? Bei vielen war ja immer das Problem, dass die GTA 4 mittlerweile gar nicht mehr installieren können, wegen eben Games Bonus Live und so. Bei mir funktioniert das alles problemlos. Wahrscheinlich habe ich ja schon bei GTA 4 gesagt, weil ich, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe und meinen Games Bonus Live-Account verbunden habe, da gab es halt Games for Windows Live noch. Deswegen ging das. I'm a cowboy. Oh. Oh ne, scheiße. Den Text verkackt.
I'm on it. Dead or alive. So. John Bowie, mal meine Kindheit, Alter. So. Kommen wir zur nächsten Mission, wa? Zu J wie Jimmy? Keine Ahnung. Hab ich schon vergessen. Dead or Alive. Ich will auch eine Spielerei namens Dead or Alive, nicht wahr? Nee, oh mein Gott, nein! Ich bin tot. Ich lebe noch. Boah, bei GTA 4 wäre ich auch wieder 10-mal runtergeflogen. Ich liebe die Steuerung hier. Ich glaube, ich hatte wieder irgendeinen Satz angefangen und nicht zu Ende gebracht, ja? Wären wir da auch mal wieder angelangt. Achso, genau, wegen Games for Windows Live. Und mittlerweile, wenn ich die Spiele runterlade, dann muss ich mich ja nicht registrieren. Dann erkennt er mich automatisch und ich bin drin. Habe ich nur mal Glück gehabt. Naja. Oh! Geil! Wisst ihr, wo ich das Lied kenne? Aus Cars. Ich hatte das PS2-Spiel von Cars. Da lief das Lied auch immer, Alter. So geil. Oh, ich muss ja auch ganz woanders hin, merke ich gerade. Achso, und übrigens, wir haben, glaube ich, von Anfang an schon alle drei Inseln frei. Freeride, genau. Boah, da kriege ich Cars-Flashbacks. Das Spiel muss ich auch mal let's playen, Alter. Ich weiß, es ist ein Lizenzspiel und objektiv betrachtet gar nicht so gut. Weil der Film eigentlich schon objektiv betrachtet gar nicht so gut war. Aber ich fand's geil. The Promised Land, Alter. Final Fantasy 7. Take a free ride. Come on. Warmer Side, keine Ahnung. Come on, take a free ride. Boah, ich liebe einfach meine Soundtracks in GTA-Spielen, ne? Dann können wir die ganze Zeit mitsingen, Alter. Wenn ich die Texte kennen würde. Das passt aber einfach so gut zu GTA, ne? Warum gibt's das jetzt erst? Bei GTA 5 habe ich noch besser gepasst, wenn man dann irgendwie in Blaine County und so unterwegs ist. So. Wow! Das war geil! Damit habe ich selber nicht gerechnet. Manchmal gibt es da leichte Lags, ne? Das finde ich nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Oh mein Gott, mein. Mein Auto ist wieder kurz hängen geblieben, aber ist alles noch synchron. Okay, sehr gut. Das habe ich einfach nur jetzt wegen dem Spiel Anzeigefehler. Nicht, dass es wirklich laggt. Ja, GTA 4 ohne Probleme, ohne technische Probleme, das wäre auch einfach viel zu langweilig, nicht wahr? Das müsste ich eigentlich mal in meine Spotify-Playlist hinzufügen. Ich fülle sowieso gerade meine Spotify-Playlist ein bisschen. So alten Rock-Klassikern habe ich zwar nicht schon ewig drin, aber trotzdem ein bisschen mehr. Ich will jetzt erstmal zu hier Jimmy oder was auch immer. Ich mache mit Billy nachher weiter. Nachher. Später. Kommt gleich, wartet. Na, ja, so ungefähr zumindest. Cars, ey. Bestes Spiel. Liberty City Choppers. Du the Chopper. What's going on, Jim? Hey, Johnny boy. You know the deal? If it ain't one load of bullshit, it's a goddamn another. Tell me about it. Coming close to really losing my shit here. Well, you ain't gonna like what I'm about to do in the next few hours. What? We gotta go steal some bikes from the Angels of Death. Ain't we a little too old for stealing bikes and clubhouse flags and crap like that? It don't help nothing. Yeah, I hear you, man, but these bikes are the real deal. Now I got a guy who pays me for them, and then he ships them over to Japan. Apparently they're gonna go crazy for these bikes in particular. Now business is business, and the Angels? They're the Angels. So do it for the memories. Okay, it's been a little while since you and me been on a prank like this together, hadn't it? Too right, brother, too right. Who knows? Might be fun. Stick to me, Johnny. Der Song ist vorbei. Sad. Okay, können wir mal wechseln. Haben wir denn noch so? Was? Hä? Ist der nicht gerade abgebogen? Scheinbar nicht. Ja, weiß City, was läuft denn da gerade? Ein bisschen 80er Pop zwischendurch kann ja auch nicht schaden, ne? Ich freue mich schon auf San Andreas, wenn es eigentlich theoretisch passen würde, wenn ich die ganze Zeit irgendwelche Rap-Hip-Hop-Sender anmachen würde, aber sowieso die ganze Zeit nur hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Sender hieß. KTST oder so hören werde. Das ist auch eine Scheiße. Immer wieder ein bisschen. Metal hören, Leute.
Da bist du. Radiosender wechselt und mit dem Motorrad folgen, das ist gar nicht so leicht. Ah, geht. Okay, Human Flash! Ja, GTA 5 hat da noch ein bisschen angenehme Steuerung, was zum Beispiel Radiosender und Waffenwechsel angeht. Scheiß auf Billy. Bin ich grundsätzlich der Meinung. Okay, wollen wir uns den Wagen einfach klauen? Hab ich das richtig verstanden? Achso, mit dem werden wir die Bikes klauen. Ja gut, das macht Sinn. Sehr geil, Jimmy! Schön, wie der Sender gleich weitergeht. Und ich Growling gar nicht so geil finde. Also wenn so Sänger in Metal-Bands und so einfach so hart schreien, dass man kein Wort mehr versteht. Aber die Musik ist cool. Entschuldigung. Wir fahren zum ersten Mal ein Auto im Spiel, hey. Die Autosteuerung haben sie, glaube ich, nicht überarbeitet. Die ist immer noch schrecklich. Ich bin ziemlich low-famer immer drauf. Wollen wir wieder ein paar Leben. Noch vor meinem Sturz, ne? Da habe ich so viel Schaden gekriegt. Lull. Nice and all. And shit, I mean, I love them and stuff, but I'm still a brother. Lost MC, man, forever. So, if Billy asked you to do something that meant you wouldn't be able to look after... Sache, gibt's eine Mission? Hehe, ich erinnere mich daran noch. Das ist nicht gut. Wenn ich mich nicht an Mission erinnere, bedeutet das, dass ich da häufig gescheitert bin. It's time to stick it to him, Johnny. Let's do this. Oh. Bisschen laggy gerade. Horizon. Horizon Zero Dawn. Steig bitte auf. Danke. Also, ich glaube, ich bin alle platzsparend hier parken. Deadbeats. Heißt es auf Englisch? Also würde ich wahrscheinlich auch irgendwie die Folge nennen. Ah, ich muss ja wieder hier gescheite Screenshots finden jetzt für die Thumbnails, ne? Oh mein Gott. Was benutze ich denn hier? Mal gucken. Übrigens dieser kleine Rauscheffekt, den ihr habt, ne? Dieses Flimmern, was man hier so ein bisschen hat. Das ist Absicht. Das wurde hier so hinzugefügt. Kann man euch auch rausstellen, aber ich finde ihn eigentlich ganz schick. Ich mag so diesen Rausch. Ich mag diese Rauschfilter eigentlich mal ganz gerne. Weil dadurch immer so ein Film. So wie beim Film so ein Dings rüberkommt. Bei Filmen ist ja eigentlich auch immer oder fast immer so ein Rauscheffekt drüber. Das wirkt dann mal ein bisschen filmischer, finde ich. Das mag ich. Fuck you, fuck you, fuck you. Langsam habe ich verstanden. Oh Gott, ich will dich sterben, bitte. Ich bin noch zu frisch in der Mission, um zu sterben. Achso! Und noch eine Änderung, die es im Spiel gibt, ja? Die absolut schönste Änderung in diesem Spiel. Es gibt Speicherpunkte. Es gibt in den Missionen Speicherpunkte. So wie bei GTA 5. Weil bei GTA 4, man erinnere sich, musste man ja, genau wie bei den alten GTAs, die komplette Mission neu anfangen, wenn man verkackt hat. Ich meine, bei GTA 4 hatte man immer in den Luxus, dass man, quasi die Mission instant neu starten könnte, weil man dann mal eine Mail, eine SMS, meine ich, bekommen hat. Bei GTA Vice City tatsächlich auch. Da war dann immer ein Taxi, also wenn man in der Mission gestorben ist, ist man dann im Krankenhaus aufgewacht mit einem Taxi. Sodass man quasi mit einem Taxi direkt wieder zur Mission fahren konnte. Bei 3 und auch später San Andreas war das nicht mehr so. Aber wenn man bei GTA halt eine Mission, also bei Vice City eine Mission auf anderem Wege verkackt hat, Zeit abgelaufen, so muss man auch wieder da manuell hinfahren. Und hier... Beziehungsweise, ja Gott, genau, bei GTA 4 war das dann auch so, wenn man halt anders verkackt hat, hat man trotzdem die SMS sofort bekommen. So, war es das jetzt mal? Nee, noch mehr. Nee, das war's. Okay, sehr schön. Und hier, wenn ich gleich sterben würde, dann würde ich vermutlich genau hier wieder anfangen, wo ich Leute abballern muss. Und das ist so schön. Es ist so schön. Ja, macht das Spiel natürlich einfacher, aber auch ein bisschen angenehmer. Vor allen Dingen, weil das Spiel hier halt auch noch so ein... Ja, GTA 4 halt noch ein bisschen hakeliges Gameplay an einigen Stellen hat und wirklich knackige Missionen hat. Sieh aus, das ist mein Kollege. Also überlegt, warum was hier so komisch blau leuchtet. Bling, bling. War klar, dass alle den Hardcore-Sender hier hören. Warum mögen wir die nicht? Die hören doch geile Mucke. Versteh. Ich habe übrigens neulich, oder was ist, ich benutze wieder falsche Wörter, vorhin noch meine Soundtrack angeguckt, was es hier alle so gab. Und bei dem Hardcore-Sender kannte ich tatsächlich keine einzige Band. Gut.
Ja, wie gesagt, ich mag Metal halt ganz gerne, aber ich kenne mich trotzdem noch viel zu wenig damit aus. Ich habe ja auch gerade erst angefangen, ne? Ich fällt gerade auf, dass ich das Moped hier gar nicht klauen muss, aber ich tue es einfach trotzdem. Ich tue es einfach trotzdem, ja? Oh, geht gar nicht mehr. Kriegt ihr da noch auf? Nein, kriegt ihr nicht. Der hätte noch aufgepasst, Mann. Hallo, der hat so richtig schön Sattel mit Totenkopf drauf. Den wir sowas von noch darauf bekommen. Versager. Ich frage mich jetzt, wenn ich jetzt so einen krassen Unfall baue, dass ich mich überschlage, fliegen dann die Mopeds raus? Ich glaube, ich werde in dieser Mission sterben, weil ich mich jetzt abballern und ich low bin. Das ist nicht gut. Oh Gott. Ja, die Autosteuerung ist immer noch schlimm. Die ist halt realistisch und das ist halt der größte Fehler in dem Spiel, weil GTA soll nicht realistisch sein. Ja. So, was hat noch den Ansender mal wieder? Ups. Ist das Twisted Sister oder sowas? Oh, ich bin voll noch vorbeigefahren. Mal kurz, Vice City, mal gucken. Oh! Keine Ahnung, was ihr singt. Kennt man auch das Lied. We should unload a couple of these bikes. A prospect can handle the truck. Alrighty then, amigo. Cause it's true. Cause it's true. This time old habits die hard, brother. Yep. Too bad times weren't always this easy. Oh shit. Be cool, man. Well, what do we have here? Looks to me like a couple of mopes with some stolen bikes. These bikes are ours, officer. Nobody's gonna be reporting these bikes stolen, so give us a break. Oh, looks like these mopes have outsmarted us, don't it? Unbelievable. These inbred biker rednecks get smarter every year. Your parents must have been fucking brilliant siblings. Yeah, funny. Think you're smart? How smart are you gonna feel when we drag your old lady downtown, turn the cameras off, and interrogate her real hard? And I bet she'll love it. Yeah. She'll be begging us for another fucking interrogation in no fucking time. Oh! Fuck. We've been watching the Angels of Death shit, birds. That's right, we saw the whole thing, you fucking jerk-offs. Case closed. And now you're gonna fucking pay us, just like your daddy paid your mama for sex. Skank bitch wouldn't even give her own brother a freebie. Yeah, think of a number, assholes. And it better be a big one. And while you're at it, we're gonna be watching. So you better behave yourselves, boys. Ha! Watch this. Assholes. Fucking cocksuckers. Fucking pricks like those who maybe joined the Lost in the first place. I'm gonna go back to the clubhouse. See who's around. Later, man. Later. Sehr schön. Boah, die Mucke ist cool, Mann. Dann könnte ich mich gewöhnen. So, jetzt haben wir dieses komische 80er Jahre Lied zu Ende, Mann. Wenn es denn überhaupt noch läuft. Eigentlich. What have we now? Nö. Reality TV? Da. Ja, da war auch wieder die Info, dass ich wieder einen eigenen Soundtrack hinzufügen kann, aber das mache ich ja nicht mehr. Habe ich bei GTA 5 gemacht, ne? Erinnert ihr euch noch, da habe ich ja nie die anderen Reise laufen lassen und immer schon, oh, okay, mach mal. Und heute denke ich mir so, scheiß drauf. Weil mittlerweile gibt es ja auch die YouTube-Entfernen, die Musik-Entfernen-Funktion. Das heißt, wenn was geclaimt wird, dann kann ich einfach mit einem Tastendruck das entfernen und man hört meine Stimme trotzdem noch, ja? Sehr angenehm. Zwar ein bisschen hässlicher, aber eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Und mittlerweile wird halt sowieso kaum was geclaimt. Also höchstens bei einem Content-Treffer, wo die dann aber trotzdem sagen, darfst du trotzdem behalten das Video. Darfst halt kein Geld mitmachen. Oh, wie schrecklich. Und, naja. Da habe ich doch noch lieber schön den Original-Soundtrack, ja? Und der ist halt sehr geil. So! Dann sage ich an dieser Stelle einfach mal vielen Dank fürs Zusehen, was gefallen. Das war die zweite Folge von GTA The Lost and Damned. Und das nächste Mal gehen wir mal wieder zum Clubhouse. Ja, wir gehen mal wieder zu Billy. Mal schauen, was der so für uns zu machen und zu sagen hat. Und, jo, ne? Bis denn. Tschüss!